Moin Moin, ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. So, ich bin jetzt nach 9 Jahren Abstinenz hier in Wacken endlich mal wieder auf dem Heiligen Land. Und das sind meine Eindrücke. Letztes Jahr wollte ich alles schon angreifen, aber leider ging es nicht. Aus den Gründen, die kennen wir ja alle. So, wir schauen uns jetzt hier mal das an, was es hier alles so gibt. Zwischendurch werde ich mich mal melden. Ja, einmal kurz einen Schwenk machen. Da habe ich dann mein Zelt, meine Bleibe für eine Woche. Ich habe ja quasi Glück gehabt in diesem Jahr. Sonst bin ich ja eigentlich mehr oder so der Mittwochsanreiser. Aber diesmal habe ich von Müller ein Preisausschreiben mitgemacht und habe dann quasi schon mal einen Excel-Pass für den Sonntag gewonnen. Ja, also werde ich mir das jetzt hier mal eine Woche angucken, was alles gibt. Heute ist schon starkes Programm im Landgasthaus. Da schauen wir mal nach. Ja, mal gucken. Google Maps. Ja. Frühstück sind noch überall Mauern, Zäune. Hier haben wir dann das Duschcamp. Da haben wir auch die ganzen Lagepläne, haben wir hier. Schauen wir uns mal an. Ja, was das hier für eine Area ist, das kann ich im Moment auch noch nicht sagen. Sieht aber alles sehr interessant aus. Das sieht doch alles sehr interessant aus. Boah, das ist wahrscheinlich irgendwelche Sitzmöglichkeiten nachher. Gibt es wahrscheinlich auch noch Mucke, ein bisschen wahrscheinlich das Line-up nachher auf der Bühne, was so läuft. Schauen wir mal. Ja. Ja, aus alten Rohren. Sehr nice, sehr nice, sehr cool. Hier hängt sogar so ein kleiner Paradiesvogel. Ja, da hinten haben wir den Tower und die Lauder Stage.
Die werden noch gerade gebaut oder für mir die Lampen aufgesetzt. Ist ja noch ein paar Tage hin. Wir haben ja heute erst Sonntag. Ja, hier ist ein P-Area mit den ganzen Zelten, die man ja auch mieten konnte, fix und fertig. Werden noch welche aufgestellt. Hier wird noch gut gearbeitet, bis alles fertig ist. Aber wie ich sehe, sind das alles sehr, sehr coole, kurze Wege. Besser geht's gar nicht. Da hinten haben wir dann den Plaza mit Welcome to the Jungle. Da wird auch die Bändchenausgabe sein, da werden wir mal hintigern. Und dann, ja, ist auch alles wirklich cool. Wie gesagt, ich war länger nicht hier, hat sich viel verändert. Man braucht zwischendurch auch mal so eine Auszeit, um mal was anderes zu sehen und zu erleben. Und beruflich ging es auch nicht immer. Ja, das war es erstmal von dieser Stelle. Melden mich dann nochmal, wenn wir was dichter dran sind. Hier gibt es das lecker Knubi-Brot. Mal gucken, was wollen Sie dann diesmal haben für Knubi-Brot? Stehen noch keine Preise. Ja, die Bundeswehr ist hier auch vertreten. Hier haben wir eine schöne Fahne. Sehr schön. Scheint hier der neue Metal-Markt und so zu sein. Auch sehr nice, sehr cool. Schattenplatz. Welcome to the Jungle. Oh, Kaffee, das ist immer gut. Kaffee ist immer gut. Das geht mich alles das mehr an. Moin!
Peter Warlock. Coole Patches. Die Wackenpost, genau, Wackenpost, da wollte ich auch noch mal hin, um mir eine schöne Briefmarke zu holen. Hier gibt es Cocktails. Da haben wir das Wasteland. Da sind sie auch noch am Aufbauen. Welcome Metalheads, hier ist der Haupteingang zum Festivalgelände. Überall wird noch rumgewerkelt. Bis Mittwoch ist ja noch ein bisschen Zeit. Offizieller Merchandise hatte ich hier, glaube ich, auch vorhin schon mal irgendwo gesehen. Genau, offizieller Merchandise, ein riesengroßes Zelt. Da muss ich dann am Mittwoch hin, um meine Bestellung abzuholen. Ja, ein kurzer Einblick auf das Infield. Die Red Stage, Headbanger Stage, überall wird noch fleißig gearbeitet. Ich will hier rein.
Ja, meine lieben Freunde, wie ihr seht, ist das alles noch im Aufbau und Machen und Tun. Aber alles braucht seine Zeit, muss ja auch alles noch gemacht werden. Wie gesagt, es ist ja erst Sonntag. Ja. Wir haben heute den 28.07.2024. Heute Abend, oder vielleicht muss ich irgendwann dann nochmal ins Dorf, weil da geht die Luzi auch nochmal ab. Jetzt will ich aber erstmal zur Post. Mal gucken, ob ich da nochmal schön gleich eine Briefmarke abgreifen kann. Und dann schauen wir mal, was beim offiziellen Merchandise ein riesengroßes Zelt. Da werden wir auch gleich nochmal hin und die Sache mal uns beäugen. Ja, ist alles noch nicht geöffnet. Aber den ersten Einblick so kann man schon mal so erhaschen. Wie gesagt, ich bin jetzt seit 9 Jahren nicht hier gewesen und es hat sich doch einiges getan. Einiges hat sich getan und ich finde ich gar nicht so schlecht. Jetzt hat man mehr Platz. Mehr Platz ist hier zum. Sonst war das immer auf dem Merchandise-Markt immer so ziemlich alles so eng und jetzt ist alles so ein bisschen weitläufiger. Breitere Gänge, um ja alles in Ruhe zu gucken. Das ist doch perfekt. So, dann werden wir mal zum Briefmarken gehen. So, einmal gleich wieder die Kamera schwenken. So, die Sondermarke. Sonder 70, 85 und 95. Ich will sie alle drei. Ist schon genial, alles aus Schrott gefertigt. Cool. So, und hier haben wir dann den offiziellen Merchandise.
Schwimmbäcker, Badelatschen, Bikini. Thank you.